Tage oder Regentage später. Wir sind eine Etappe weitergefahren und jetzt sind wir mal 2 Tage am Strand. Haben uns mal ausgesucht, war noch ein Plätzchen frei, nicht ganz schön, aber okay, zeige ich euch dann gleich mal. Naja, Albufeira, schöne Stadt auf jeden Fall, sehr schön. So, und gleich dürfen die auch mal laufen, weil hier ist nicht so wirklich viel los. Tschüss! Ja, so kann man leben, ne? Weiterhin. Also, ich finde das immer so wahnsinnig schön, wie das hier alles, die Felsen, und das lebe ich ja auch in Portugal, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Das sieht so klein aus auf dem Bild, aber riesig, wunderschön. Hier können wir es aushalten erstmal ein paar Tage. Na, Ladies? Ja gut, das Solar, beziehungsweise die Duschen, die Aufwärmung für die Duschen, und ja, also das sind die normalen Duschen, 50 Cent, und da sind noch Außenduschen, da hinten rum ist noch ein Waschbecken und die Toiletten. Ja gut, bis jetzt ist es noch angenehm ruhig und ja, es ist voll, aber eben war hier jede Menge los. Jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt, gut, es wird auch ein bisschen kühler hier. Bisschen feuchtere Luft, würde ich auch mal meinen. Aber wir haben hier eine schöne Ecke zum Rennen auch, für die Hunde, zum Laufen, ein bisschen Wald, ein bisschen Strand. Das ist super. Jo. Jo, gleich gehe ich noch mal eben schnell meine Abendrunde, dann wird es aber dunkel sein, dann sieht man mich nicht mehr. Also würde ich mal vielleicht sagen, bis morgen. Guten Morgen. Die Sonne lacht. Wir gehen jetzt hier ein bisschen durch den Wald. Hier vorne direkt sind die Klippen, deswegen habe ich erstmal die Hunde angeleint. Wir gehen jetzt erstmal einen anderen Weg, mal gucken. Es soll etwas leichter sein als die Treppen da hinten runter. Dann zeige ich euch das gleich mal. Aber es ist jetzt schon, wir haben jetzt diese Zeit, es ist ungefähr 9:30 Uhr. Es ist wunderschönes Wetter. Und ja, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen rum. Mal schauen, wo wir auskommen. Herrlich diese Natur, oder? Ja. Ein bisschen Fleckchen Erde neben diesen ganzen weißen Wänden, die da unten stehen. Puh. So, ein paar Minuten später sind wir am Strand angekommen. Jetzt gehen wir da unten runter. Das ist ein Hotel, das ist wohl geschlossen jetzt. Schade. Sehr schade. Ist das nicht herrlich? Ja, heute sind viele Angler hier, heute Morgen, klar. Ist ja meistens so, die Uhrzeit am Strand. Ja, aber für euch einfach mal nochmal diesen Blick, das ist der Wahnsinn. Das sieht so klein aus auf dem Bild, aber Wahnsinn. So schön. Ich meine, dieses Rote, ne, das ist ja so wie Lehm. Das, wenn man das hier auf dem Boden, das läuft natürlich auch manchmal hier runter, dann hat man orange Füße und kriegt es nicht so schnell ab.
Aber es ist gesund, sage ich da immer, gesund. Mehr Wasser ist gesund. Ja. Ah, ich suche jetzt noch ein Ställchen, wo meine Hunde doch laufen können, weil zwischen den ganzen Anglern ist das ein bisschen doof. Die sind zwar alle super nett, aber schwierig, ne, wenn die da durchrennen. Mal schauen. Ist ja noch ein Stückchen zu laufen. Ich habe ja hier ganz viel Strand. Ja, versprochen, einmal für euch der Sonnenuntergang. Ja, wir haben uns jetzt hier ein bisschen bequem gemacht. Ich sitze hier auf dem Stuhl. Die Mädels haben sich schon ein bisschen entspannt. Ne? Ja, die Kleinen auch. Ja, also wir sind eigentlich fast alleine. Und so sieht das hier aus. Ja, wunderschön. Ja. Ich schau mal, ob ich das irgendwie ein bisschen besser hinkriege mit der Sonne, aber also die ist noch gar nicht richtig auf dem Meer. Aber sehr schön. Ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Hi! So, nächster Morgen. Ich denke, wir bleiben ein, zwei Tage noch. Und heute ist das Meer etwas windiger alles hier. Etwas mehr, etwas höhere Wellen. Ja. Wir sind ganz alleine. Ganz alleine! Keine Angler, keine Fußgänger, keine Hunde. Ja, so muss das sein. Nur für uns. So, jetzt können sie alle frei. Haben sich alle ein bisschen ausgelaufen. Ich kann das schon sagen, ne? Dass die vier Hunde gleichzeitig frei laufen. Hier, wo nichts eingezäunt ist. Ja, ah, die hat noch Spaß. Die hat noch Spaß. Sehr schön. Ja, also ich kann noch kilometerweit laufen. Das machen wir jetzt auch. Schön Spaziergang am Morgen. Das muss sein. Ja, ich habe mich jetzt hingewagt, keine Sorge, alle Hunde sind fest, keiner kann abstürzen, aber ich glaube, den Blick habe ich euch noch nicht gegeben von hier oben. Ja, alle sind fest, keine Sorge. Wahnsinn. Wir haben jetzt irgendwas 5:30, 5:45 hier, portugiesische Zeit, und ja, heute ist es ein bisschen bewölkt, da bin ich ja ganz froh, dass ich gestern den Sonnenuntergang gefilmt habe. Ja, aber da geht es ganz schön runter.
Das ist ein Baum. Der ist total bunt von innen mit so Girlanden, so LEDs. Leider kommt das auf dem Video nicht so rüber, aber voll schön aus. Ist wahrscheinlich auch so ein Camp, wo die hier so Zeltchen aufbauen können und dann da übernachten können, weil es ist eingezäunt. Ja. Übrigens, was ich eigentlich so mal grundsätzlich fragen wollte, gefällt euch das, was ich so hier mache, euch zeige, oder ist das zu wenig oder zu langweilig oder so? Habt ihr irgendwelche anderen Sachen, die ich machen könnte, irgendwelche Vorschläge, was euch gefällt, was ihr sehen wollt oder was ich für euch machen kann hier irgendwie unterwegs? Weil ich weiß nicht, ob noch so viel passiert und ob mein Alltag jetzt weiterhin so spannend ist. Also könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben oder mich bei Instagram anschreiben oder irgendwie, dass ich auf jeden Fall Bescheid weiß, ob euch das gefällt. Schönen Abend noch. So sieht Maddys Abendsration aus. Natürlich, die hat gefressen, aber mit dem Trockenfutter nimmt sie ja manchmal nicht die Tablettchen auf und das bekommt sie halt morgens und abends, jeweils eine halbe von beiden. Und jetzt schauen wir mal, wie toll die das macht. Mmh. Maddy kann super von der Gabel essen. Mmh. Und wer darf nachlutschen? Die Mü. Ja, das macht sie also ganz brav und ihr geht super mit den Tabletten und... Mal vom Strand. Bei uns ist es jetzt so gegen 11, halb 12 ungefähr. Ja, wir sind ein bisschen später am Strand heute. Heute ist wieder Donnerstag. Ja, sind ein paar Angler noch da, ein paar Menschen, aber ich denke mal, gleich finden wir ein Eckchen, wo ich die Hunde rennen lassen kann. Und ja, was ich sagen wollte, ich habe gestern tatsächlich lief hier ein Jogger vorbei, ein Deutscher. Und falls du das siehst, hallo, hab dich gefreut. Also bin jetzt tatsächlich zwei, dreimal schon, nee, mehrmals schon immerhin darauf angesprochen worden, hey, dich kenne ich doch. Das ist immer schön, finde ich toll. Ja, das wollte ich nur erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Leute treffe, hier oder woanders, mir egal. Das ist immer schön. Ne? Jo. Später. Ah ja, gestern war ja noch was. Da hat mich gestern noch ein englisches Pärchen angesprochen, älteres, und sagt, hey, kennst du den Tommy oder Toni oder ich weiß nicht mehr? Ich so, nee, ja, hey, der läuft auch mit 4 Windhunden und 2 so kleinen Chihuahuas durch die Gegend hier. Der ist immer hier. Vielleicht triffst du den ja mal. So. Ich so, wow, das ist aber mal nicht schlecht, ne? Gleich und gleich gesellt sich gerne, wie heißt das? Ja, bis jetzt habe ich ihn noch nicht getroffen, aber gut. Vielleicht irgendwann Zeichen passieren, ne? Ich sag's immer. Gut, weiter geht's. Jetzt geht's an zu rennen. Hier ist nämlich nichts mehr. Kein Mensch mehr. Auf den Weg. Für euch habe ich in meine Kluft geschmissen, meine Flügelchen dabei, und jetzt mache ich mal bei hoffentlich schönem Hintergrund und ein bisschen Sonnenuntergang einen kleinen Tanz. Mal schauen, wie ich das so hinkriege. Guten Morgen! So, wir sind heute etwas früher aufgestanden, weil wir wollten ja eigentlich heute, also wir sollten mal losfahren wieder. 4-5 Tage hier, das reicht dann auch, beziehungsweise reicht eigentlich nicht, weil, ne, aber ja, wird ja auch ein bisschen teuer, und deswegen verziehe ich mich jetzt mal ein bisschen weiter ins Landesinnere, gehe vielleicht noch einkaufen, mal schauen, und dann gucken wir mal, was der neue Platz so sagt, und mal schauen. Was ich noch sagen wollte, gestern habe ich ja meinen Tanz gemacht, hier oben auf den Klippen, und danach bin ich dann zurück, und dann habe ich gedacht, komm, machst du nochmal so ein Highlight für die Leute da. Die saßen zwar größtenteils alle in ihrem Camper, aber gut. Ich dachte, machst du mal so ein Tänzchen. Bin ich da einmal entlang gelaufen, von der einen Seite, von der anderen Seite. Und ein paar Engländer und Franzosen waren noch da. Die haben sich gefreut, wie Hulle. Ein bisschen Video gemacht, gut. Dann bin ich auch glücklich, wenn ich andere glücklich machen kann.